Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Nuxt und Socket.io einen richtig coolen Kommunikationsserver bauen könnt. Wir können hier hochzählen, wir können hier runterzählen, wir können auch hier unten runterzählen oder hier oben hochzählen. Das Ganze geht in wenigen Minuten und in diesem Video zeige ich euch, wie das alles funktioniert und was ihr dafür machen müsst. So wie in jedem meiner Videos starten wir als erstes mit der Erklärung meines Setups. Wir sehen hier Visual Studio Code mit einer Standard Nuxt Installation und hier sehen wir zwei Browserfenster. Diese öffnen einfach nur Localhost 3000, also den Standardport von Nuxt. Ansonsten habe ich hier, wie ihr seht, nicht wirklich etwas. Die Config ist leer, die App.view ist fast leer, hier sind nur einige Styles drin, die für dieses Video aber komplett irrelevant sind. Deswegen schmeißen wir das einfach raus und beachten das nicht weiter. Ansonsten, ich habe auch keine Packages installiert, bis auf SAS natürlich, damit ich den Style nutzen kann. Und hier unsere beiden Socket Libraries. Diese müsstet ihr einmal installieren, damit ihr diesem Tutorial folgen könnt. Ansonsten, ja, werden wir jetzt loslegen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einmal den Link zu GitHub, aber natürlich auch zum Discord Community Server, wo ihr diesem Server joinen könnt, Hallo sagen, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder Fragen zu diesem Video stellen könnt. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß. Auf geht's. So, heute geht es um Nuxt und prinzipiell nicht nur um Nuxt, sondern auch um Socket.io. Das ist ein Echtzeit auf WebSocket basierender Dienst, der uns ermöglicht, mit Echtzeitkommunikation zu arbeiten. Grundsätzlich stellt uns Nuxt zwei wichtige Komponenten bereit. Einmal einen Server, also den Server-Part, der wirklich nur auf eurem Webserver läuft, und den Client-Part, der auf dem Client läuft, also der übernimmt in dem Moment, wenn der erste Reload von Nuxt abgeschlossen ist. Prinzipiell erstellen wir uns ein Plugin für unseren Server, dass wir global unser Socket in all unseren Serverkomponenten von Nuxt verwenden können, und wir stellen uns ein Plugin für unseren Client-Part, wo wir dasselbe machen können, nur halt im Client, sodass unser Socket.io-Client in allen View-Komponenten bereitsteht. Ansonsten bedeutet das für uns, dass unser Socket-Part einmal im Serverbereich unserer Nuxt-Anwendung lebt, genauso wie im Client-Part. Prinzipiell hatten wir dadurch den Riesenvorteil, dass wir anstatt zwei Anwendungen zu haben, wirklich nur eine Anwendung starten können und starten müssen, um unseren Dienst zu verwenden. Und wie das jetzt im Detail aussieht, gucken wir uns in den nächsten 15 Minuten mal im Detail an. Nachdem wir jetzt unseren Plan gemacht haben, wird es Zeit, unseren eigentlichen Server zu konfigurieren. Und das ist ziemlich einfach. Wir erstellen uns hier einen neuen Ordner. Natürlich sollten wir das jetzt auch machen. So, und sagen hier, wir würden gerne einen Ordner erstellen, der heißt Server. Hier drin brauchen wir jetzt einen weiteren Ordner, der nennt sich einfach Plugins. Und hier drin brauchen wir eine Datei. Und diese Datei nennen wir einfach socket.io.server.ts. In dem Moment haben wir ein Plugin erstellt, das müssen wir jetzt noch korrekt konfigurieren. Hierfür gehen wir in unsere Nuxt-Config und greifen hier auf unsere Nitro-Config zu, und hier drin wollen wir jetzt Plugins definieren. Dabei handelt es sich um ein Array, und hier drin gehen wir jetzt in unseren Plugins-Ordner. Da wir hier unseren Nitro-Config definieren, weiß er schon, dass wir in dem Server sind und müssen das hier nicht mehr hinzufügen. Und in unserem Plugin sagen wir jetzt einfach socket.io.server. In dem Moment haben wir unser Backend-Plugin definiert, können das hier jetzt schließen, und mehr müssen wir in unserer Nuxt-Config erstmal auch gar nicht machen. Alles weitere kommt jetzt hier in unserer Socket.io. Das nächste, was wir nämlich hier brauchen, ist eine ganze Menge Code, beziehungsweise unseren Backend-Server, den wir ja natürlich jetzt definieren wollen. Das erste, was wir hier machen, wir importieren uns Socket.io, also hier den Server. Das nächste ist, wir brauchen eine Variable, die ist jetzt einfach nur zur Demo, das ist unsere Count-Variable, die wir hoch oder runter zählen. Das ist also unser State, den wir im Server jetzt einfach faken. Bei euch wäre es natürlich besser, wenn so etwas eine Datenbank wäre oder irgendeine wirkliche Speichermöglichkeit. Das, was wir jetzt brauchen und per Nuxt vorgegeben ist, ist hier diese Zeile Code. Hier sagen wir nämlich Define Nitro Plugin. In dem Moment greifen wir auf unsere Nitro-App zu, die brauchen wir gar nicht, ist aber Best Practice, die hier zu definieren. Und was wir jetzt machen wollen, ist unseren eigentlichen Server zu definieren. Unser Server greift natürlich jetzt auf unsere hier oben importierte Funktion zu, nämlich New Server. Und New Server hat einmal hier vorne einen Path, den wir definieren, beziehungsweise kein Path, sondern einen Port, in dem Fall sagen wir einfach 3001, und hier ein Objekt mit einigen Config-Einstellungen. Das erste, was wir nämlich hier sagen wollen, wir wollen keinen Client mithosten, außerdem wollen wir unsere Cores freigeben. Wenn das natürlich bei euch eine produktive Umgebung ist, solltet ihr das hier natürlich ein bisschen besser anpassen. Das hängt aber jeweils von eurem Verwendungszweck ab. Das hier ist allgemeingültig, damit es bei jedem von euch erstmal auf dem lokalen PC funktionieren wird. In dem Moment, wenn wir das getan haben und das abspeichern, haben wir unseren Server erstellt. Allerdings können wir das besser machen. Und zwar haben wir hier eine Variable drin. Das sollte man in der Regel nicht haben. Wir haben nämlich die Möglichkeit, jetzt hier zum Beispiel auf unsere Runtime-Config zuzugreifen und zu sagen, wir würden hier gerne auf unseren Public-Bereich zugreifen und dann auf Socket-Port.
Socket Port haben wir aktuell noch nicht definiert, das sollten wir tun, dafür gehen wir nochmal in die Nuxt Config und hier oben sagen wir jetzt einfach, okay, wir würden gerne unsere Runtime Config definieren. Hier drin gibt es einen Public Path, wenn wir natürlich das hier richtig schreiben, und zwar sagen wir jetzt hier Public, und hier drin können wir Socket Port 3001 definieren und das so als Variable in unserer ganzen Anwendung verfügbar machen, weil diesen Port brauchen wir auch im Frontend später. In dem Moment, wenn wir das getan haben, haben wir wie gesagt unseren Server erstellt, aber der macht noch nichts. Wir müssen nämlich jetzt als erstes darauf hören, wenn unser Server eine Connection herstellt, in dem Moment soll etwas passieren. Also wenn irgendein Client sich mit unserem Server verbindet, dann wollen wir gerne unserem Server ein Event mitgeben. Und zwar soll der etwas emitten an alle unsere Clients. In unserem Fall soll hier zum Beispiel ein neues Event stattfinden. Das nennen wir jetzt einfach New Count. So, und was soll mitgegeben werden? Natürlich unser Count, also den Wert, den wir hier oben gemacht haben. Das schicken wir erstmal an den Client raus, in dem Moment, wenn sich ein Client verbindet. Das Ganze können wir aber auch besser machen. Ihr seht hier, wir haben hier eine Variable, beziehungsweise einen String. Und dieser String, den werden wir im Frontend brauchen. Den brauchen wir vielleicht an verschiedenen Stellen, weil der auf ein Event in unserem Socket-Server verweist. Und das bedeutet, wir können das Ganze auch auslagern und schöner machen. Hierfür gehen wir jetzt in unser Hauptverzeichnis und sagen, wir würden gerne eine neue Folder erstellen. Und diese nennen wir Utils. Das ist auch eine Preset-Nuxt-Ordnerstruktur und hier drin sagen wir jetzt, wir würden gerne ein Enum definieren, nämlich Socket-Event.ts, und hier drin würden wir jetzt gerne in meinem Fall einfach ein kleines Enum definieren, nämlich einmal mit Up, Down und New Count. In dem Moment speichere ich das Ganze ab und dieser Wert, also dieses Enum hier, ist jetzt global in Nuxt verfügbar, allerdings nur im Frontend, im Backend noch nicht. Und das ist ein Problem für uns, deswegen müssen wir dasselbe jetzt noch einmal machen und sagen, hier in unserem Server erstellen wir uns jetzt auch einen Utils-Ordner. Wir gehen hier rein und sagen Utils. Und in dem Moment müssen wir hier drin auch nochmal dieselbe Datei erstellen, nämlich socket-event.ts. Allerdings wollen wir das natürlich nicht duplizieren, deswegen sage ich hier jetzt einfach Export und dann sage ich socket-event und verweise hier auf unsere Datei aus unserem Verzeichnis weiter oben. Sage hier Utils und hier drin Socket Event. So. Zack, in dem Moment ist auch in unserem Backend jetzt unser Socket Event verfügbar und wir können jetzt hier einfach sagen Socket Event und sagen hier New Count. In dem Moment haben wir jetzt schön auf einen Enum verwiesen und damit ein bisschen mehr Type-Safety drin. Vor allem bei großen Projekten macht das natürlich Sinn. Ihr könnt dann auch einen Kommentar schreiben, was zum Beispiel hinter diesem Event steckt oder was damit passiert. Natürlich ist das nicht alles, weil jetzt schicken wir einfach nur einen Wert rum. Wir haben hier aber zwei weitere Events, die wir schon definiert haben. Und zwar können wir jetzt einmal ein Event definieren, das nennt sich CountUp, beziehungsweise einfach nur SocketEventUp. Hier erwarten wir eine Message. Diese Message hat ein Value mit einer Number. Und was wir natürlich machen wollen, wenn wir etwas hochzählen, wir nehmen unseren Count und addieren hier einfach unsere Message, also nehmen den Count und addieren unsere Message drauf. Und was wir dann machen, ist das, was wir hier oben schon gemacht haben. Wir senden das einmal zurück, aber nicht an unseren Client, der sich verbunden hat, sondern an unseren gesamten Server, also an alle Clients. Das Ganze machen wir jetzt nochmal, und zwar hier unten, und sagen einfach, okay, wir haben natürlich nicht nur einen Count-Up, sondern auch einen Count-Down, wo wir das einfach abziehen und dann auch wieder an alle Clients das komplette Event senden. In dem Moment speichere ich das ab und mehr müssen wir gar nicht machen. Wir haben jetzt einen funktionierenden Socket-Server, der eine Variable Count hoch und runter zählen kann. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir weitermachen. So, also wird es Zeit, unseren Client zu bauen. Und wie wir das gerade auch beim Server gemacht haben, erstellen wir uns hier ein neues Verzeichnis. Irgendwie will er heute nicht so richtig. Und nennen das Ganze Plugins. Dieses Verzeichnis funktioniert genauso wie das im Server, nur halt für den Frontend-Part. Und hier stellen wir uns auch einfach eine neue Datei. Die nennen wir socket.io.ts. Und wie auch gerade im Backend müssen wir das registrieren. Deswegen sagen wir hier jetzt einfach, wir würden gerne Plugins definieren. Und sagen, okay, unser Plugin heißt zack.slash und sagen hier plugins/socket.io. In dem Moment, wenn wir das getan haben und abspeichern, haben wir unser Plugin auch schon erstellt und wir können jetzt loslegen, hier ein bisschen was zu definieren. Was definieren wir denn hier als erstes? Wir sagen natürlich, wir würden einen Socket-Client erstellen wollen. Außerdem würden wir jetzt natürlich sagen, wir wollen kein Nitro, sondern ein Nuxt-Plugin erstellen. Das haben wir mit dieser Zeile Code standardmäßig getan.
Was wir jetzt machen wollen, als erstes greifen wir hier auf unsere Runtime-Config zu. Die kennen wir schon. Hier habe ich nämlich jetzt meinen Public-Part einfach als Config-Variable neu geschrieben. Und wir brauchen hier eine weitere wichtige Einstellung, die wir aktuell noch nicht haben. Deswegen gehen wir hier in unseren Next-Config-Part und sagen hier oben, wir haben neben unserem Socket-Port natürlich auch eine URL. Und standardmäßig sage ich einfach, dass es localhost. Speichere das Ganze ab, mache das so zu. Und wir können das natürlich auch ausformulieren. Ihr könntet hier jetzt auch sagen HTTP. So, dann ist es natürlich sauberer, sage ich mal. Aber es würde trotzdem funktionieren. In dem Moment, wenn ich das zumache, haben wir jetzt hier unsere Einstellungen. Und wie auch gerade wollen wir jetzt einen Socket-Client erstellen. Deswegen sage ich hier Socket. Hier oben habe ich schon I.O. importiert und sage, okay, wir erstellen jetzt einen neuen Socket-Server. Das Erste, was wir hier vorne brauchen, ist die URL, gegen die wir uns verbinden wollen. Danach kommen Optionen. Option ist ganz wichtig, dass wir ein Auto-Connect False definieren. Wenn wir das nicht tun, würde sich sonst oder öffnen sich mehrere Instanzen. Das ist einfach Next-Einstellung geschuldet. Das solltet ihr daher definitiv disablen. Was wir jetzt hier oben machen wollen, ist einen Server zu definieren. In meinem Fall sage ich hier also ein Template-String. Und das Erste, was ich hier mache, ich greife auf unsere Config zu und sage hier gerne auf unsere URL. Das Nächste, was wir hier brauchen, ist natürlich auch wieder unsere Config. Und hier greife ich auf unseren Socket-Port zu. In dem Moment habe ich einen kompletten URL erstellt. Ich speichere das Ganze ab und es funktioniert soweit. Wir können das jetzt aber noch nirgendwo verwenden, weil wir müssen hier unten etwas returnen. Und zwar sagen wir jetzt hier, wir würden etwas providen, also etwas wird bereitgestellt in unserem Frontend, das nennen wir I.O. und das ist einfach unser Socket-Client. In dem Moment, wenn wir das so getan haben, können wir jetzt nämlich etwas machen. Wenn wir zum Beispiel unsere App.view öffnen, können wir jetzt sagen, okay, in unserer App.view können wir jetzt in unserem Setup-Part, also in unserem Script-Part hier oben sagen, okay, wir sagen jetzt hier, unseren I.O. wollen wir gerne verwenden. Und zwar wollen wir das gerne aus unserer UseNextApp-Funktion nehmen. Hier fehlt noch ein Gleichzeichen, zack. Und jetzt können wir hiermit auf unseren Server zugreifen und zum Beispiel sagen io.connect. In dem Moment, wenn wir das tun, verbindet sich unser Server jetzt mit dem Backend und wir haben eine funktionierende Socket-Umgebung. Aber wie können wir jetzt weitermachen, Events zu machen? Das ist das nächste Kapitel. Das Erste, was wir jetzt machen wollen, uns hier eine Variable zu erstellen. Diese verweist auf eine Reactive-Funktion und hier drin sagen wir einfach, wir haben eine Variable, die heißt Counter, die startet bei 0. Das speichern wir so ab und wir können jetzt hier oben in unserem Template zum Beispiel diese Zahl einfach mal ausgeben und sehen jetzt hier Count 0. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir aber auch noch etwas weiteres machen. Zum Beispiel können wir definieren, dass wir gerne auf unseren Server hören würden. Und das machen wir hier, indem wir wieder auf I.O. zugreifen. Also wir sagen I.O. mit der On-Funktion hören wir auf unseren Server, hören hier auf das Event New Count und auf die Message, die hier entsteht. In dem Moment, wenn die Message gesendet wird, würden wir jetzt hier gerne die Message über Counter einfach zuweisen, nämlich state.counter gleich Message. In dem Moment, wenn wir das hier tun und zum Beispiel in unserem Server jetzt hingehen und unseren Startwert auf 15 definieren und ich das hier mal aktualisiere, sehen wir, dass beides 15 geladen hat, weil unser Server jetzt 15 emittet. In dem Moment können wir das aber alles mal schließen, weil wir wollen ja Events definieren. Unsere Events bestehen aus zwei Funktionen. Das ist einfach hier in diesem Fall einmal up und natürlich das Äquivalent, nämlich auch down. So. Und hier drin haben wir zwei Socket-Server-Funktionen, die genauso funktionieren wie die auf dem Server, nur auf dem Client und sagen io.emit socket-event.up und dann sagen wir, okay, wir würden gerne 5 hochzählen oder hier unten in dem Moment 5 runterzählen. Müssen hier nur das Event anpassen, da wir das ja alles über ein Enum geregelt haben, geht das sehr einfach und unsere beiden Funktionen sind fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier oben im Template zu sagen, wir haben einen Div-Ordner, eine Div-Box mit zwei Buttons drin, nämlich einmal einen Button für Up und einen Button für Down. In dem Moment, wenn ich das getan habe und hier drauf drücke, seht ihr, beide Clients zählen hoch oder runter, egal wo ich mit der Maus klicke. Es funktioniert wunderbar. Damit habt ihr einen funktionierenden Socket-Server mit Next gebaut. Allerdings gibt es noch ein Problem, um das wir uns jetzt kümmern müssen, nämlich wie ihr das Ganze hosten und bereitstellen könnt. Das Problem, um das es geht, ist, dass zum Beispiel Dienste wie Vercel oder andere Konkurrenten von Vercel
die alle mit Serverless Functions funktionieren und viele nutzen Nuxt mit diesen Diensten. Dort kann man einfach WebSocket nicht verwenden, weil der Grundgedanke von Serverless bzw. Edge Functions und WebSocket ein bisschen auseinandergeht. WebSocket braucht einen permanenten Persistent Server, der quasi niemals nicht verfügbar ist, und gleichzeitig sind Serverless Functions darauf ausgelegt, nur verfügbar zu sein, wenn wirklich ein Nutzer diesen Dienst braucht. Deswegen widerspricht sich das und deswegen supportet zum Beispiel Vercel das auch nicht. Das ist aber kein Problem für uns, wir können trotzdem unseren Dienst mit Nuxt nutzen, wir müssen nur Nuxt etwas anders bereitstellen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir wie auch gerade hier einfach unseren Server. Diesen Server, da müssen wir gar nichts verändern, das ist ja soweit fertig und läuft, und sofern ihr mit npm run dev arbeitet, wird das auch bei euch so funktionieren. Wir müssen das jetzt aber etwas erweitern und legen uns hierzu eine neue Datei an. Diese neue Datei nenne ich einfach main.js, hier muss ich auch gar nicht viel machen. Das Einzige, was ich hier machen muss, um das quasi alles verwenden zu können, ist eine Zeile Code hier reinzuschreiben. Und zwar diese Zeile Code. Was macht das? Wir importieren hier einfach eine Index-Datei, nämlich unsere gebaute Nuxt-Datei, mit der wir unser Nuxt-Projekt als Server starten können. Diesen Punkt-Output-Ordner sehen wir aber noch nirgendwo. Deswegen müssen wir jetzt hier runtergehen und einfach sagen npm run build. In dem Moment wird jetzt unser Projekt gebaut, wie ihr seht, läuft jetzt einmal Nitro durch und baut unser Projekt und das Ganze ist jetzt fertig. Wir haben hier oben jetzt unseren Output-Ordner, hier drin unseren Server-Ordner und hier drin sehen wir unsere index.mjs. Das Ganze können wir jetzt so lassen, hier können wir das Ganze einmal sauber machen und wenn ich jetzt eingebe Node und dann zum Beispiel main.js, also ich starte unsere Datei, in dem Moment seht ihr, das Ganze läuft. Bis auf, dass ich das Problem habe, dass ich vergessen habe, meinen Server zu schließen und deswegen sagt er mir, dass mein Server schon already in use ist. Das würde bei euch natürlich nicht passieren, aber grundsätzlich funktioniert jetzt mein Server auf einem beispielsweise vServer irgendwo im Internet oder auf einem Raspberry Pi oder wo auch immer ihr einen Node-Server ausführen könnt und damit funktioniert dann auch Socket. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video oder schreibt doch einfach mal, was ihr nächste Woche für Videos sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß und ciao.